Ihr wollt wissen, was das für ein Splitter aus der Hölle ist? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, ich habe ein bisschen weiter gebastelt und wie ihr seht, da laufen Statoren. Das ist schon mal gut, weil dadurch laufen da Motoren. Das heißt, wir haben den Teil, weswegen wir hier überhaupt erstmal angefangen haben, schon mal abgeschlossen. Jetzt sind aber noch zwei Sachen über. Nämlich die Modular Frames und die Heavy Modular Frames. Problem dabei ist, wir haben vorher noch die verstärkten Eisenplatten zu machen. Was jetzt nicht so ein Problem ist, weil das Zeug haben wir alles da. Aber hier sind die Sachen. Das müssten, wie viele habe ich denn davon? Das müssten 17 sein, in die Richtung 17. Da gucken wir gleich, aber... Oh, es regnet. Ich würde gerne vorher einmal dafür sorgen, weil das ist so ziemlich das Nächste, was ich brauchen werde. Wir müssen ja irgendwann noch die Encased Chiseler Peng machen. Hab aber, dafür brauchen wir den Beton, den müssen wir nach oben packen. Heißt aber, ich kann schon mal dieses Band hier wegmachen. Aber hier drin ist ja noch jede Menge Beton. Deswegen würde ich den gerne. Ich habe hier so viel Platz. Aber keine Rohre. Moment. Ups, da geht's nicht durch. Da geht's durch. Stahlrohre haben wir hier. Können wir uns hier mal ein Paket rausnehmen? Wir arbeiten jetzt nochmal ein bisschen, ne? So, hier hin, zack, 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 da durch, ein so ein Äumel hier hinstellen und dann können wir mal eben den Spaß umfüllen. Dann haben wir nicht vergeudet und alles ist toll. So, jetzt läuft das hier schön rein, genau. Wird ja auch ein bisschen dauern. Haben wir da schon mal vorbereitet. Dann können wir den nämlich nachher abreißen. Und die Platte können wir schon mal wegmachen, wo drauf steht. Ist ja egal. Da kommt das nämlich hoch. Dann würden wir das... Da kommt das hoch. Wie machen wir das denn am besten? Da legen wir einmal hier rum. Machen wir hier Deckel drauf. Packen ein Löchlein da in der Wand. Lassen den hochlaufen und dann geht es weiter nach oben. Genau, so machen wir das. Bei der ganzen Bauerei mit dem Draht musste ich ein bisschen balancen. Denn ich brauche 1280 Draht, die hier irgendwie lang laufen. Ihr seht, da hinten ist noch gar nicht so voll. Also ab hier ist ein bisschen Ende im Gelände. Die laufen so langsam voll. Interessant, dass die rechte Seite mehr kriegt. Das heißt hier, da ist der Rechner, da sind 280 durch 2 sind 640. Ich habe da ein bisschen hier zusammen gebastelt. Das war heavy. Weil ich brauchte... Ich musste 140 pro Seite runterziehen. Deswegen habe ich da vorne einen Splitter, der einmal halt geradeaus ganz normal durchläuft. Der geht in Merger rein. Dann geht das hier rüber mit 270, die ich da runterziehe. Die 270 werden aufgeteilt. Dass dort nochmal 60 untergehen, haben wir 210. Die 210 werden in drei Teile geteilt, die dann wiederum hier zusammenkommen, also zwei davon. Dann haben wir nämlich hier Moment, die 200, das ist richtig, habe ich das da richtig gemacht?
Ja, habe ich. Okay. Ja, heißt, da gehen 70 rum, da gehen 70 rum. Da gehen 70 rum, diese 70 gehen zusammen mit dem, was da noch über ist, da drauf. Und damit habe ich da hinten das Richtige und habe hier 140, die weggeht. Letztendlich, ich habe da nicht mehr gerechnet, sondern habe 140 abgezogen, die ich hier lang ziehe und da reinpacke. So. Damit habe ich das hingekriegt. Der ganze Spaß macht hier Riesenwellen und geht dann da rein und kann dann nach oben gehen. So. Das haben wir erklärt, das haben wir gemacht. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir hier mit dem umgehen. Das sind 20 Stück. Die muss ich jetzt mal eben finden, wo diese 20... Der wird halt nochmal lustig hier, weil ich habe keine Ahnung, wie ich hier richtig drankommen soll. Wie sieht es denn bei dir aus? Du bist noch... Ich schaue mal eben in die Mitte, dann sehe ich das besser. So, 2, 4, 6, 8. Da schon nicht mehr. Okay. Das heißt bis hier. Dann setzen wir uns hier mal wie immer die Kollegen hin. Jetzt muss ich aber doch eben, den kriege ich da nicht hingesetzt. Ja, machen wir da doch zu. So. Das sollte jetzt auch alles funktionieren. Einmal da rüben. Was habe ich gesagt? Das waren 4 Stück, ne? 1, 2, 3, 4. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, hoffen wir. Wir müssen ja jetzt für 20 Stück noch 12 über sein, ne? Das heißt, Moment, 2, ja, dann sind wir schon bei 10, 12, 14, 16, 18, 20, das heißt, hier kommt was anderes. Nein, doch nicht. Was kommt denn hier? Auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe zu viel von den Dingern. Okay, so, jetzt, ne? Wenn ich auf die, an die Modular Frames angucke, da brauche ich übrigens 36 von, sollte ich vielleicht nicht auf die Zahl gucken, die ich bei den, Stitched Iron Plates brauchen. Das ist, das würde helfen. Wo habe ich die denn? Da, okay. Ihr kommt da an. Ich brauche aber die anderen Dinger. Die anderen Dinger habe ich hier oben aber gar nicht. Da muss ich doch eine Etage tiefer. Oh, muss ich dann den Draht wieder runterführen? Das wird aber fies. Das wird fies. Weil ich den ja hier oben in der Mitte habe. Ah, wobei, das könnte ich hier einen rüberziehen. Ich glaube, den mal eben hier bis oben suchen. Ja, richtig machen kann ich das immer noch. Das ja auch nach unten noch schön machen. So, wenn ich die aber hier habe, hier durch, das klingt doch wunderbar. Das heißt, die müssten hier irgendwo sein. Da ist der ganze Kram. Dann seid ihr das bestimmt, ne? Ja, hier muss ich. Das ist ja richtig dämlich, weil ich da habe, dass ich alles nach oben geführt habe. Eigentlich müsste ich den von oben einfach nur nach unten führen, das wäre doch viel einfacher. Das kann ich aber bestimmt mal umdrehen, weil ich habe hier schon mal die Drähte. Denn wir müssen diese da jetzt anschließen. Und das dürften 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 sein.
Oh Wunder, wenn man bei den richtigen Maschinen guckt, findet man auch das richtige Zeug. Ist das nicht faszinierend? Gut, ich hätte da oben jetzt auch schon mal die Stangen reinführen können. Muss ich ja so oder so machen. Mal gucken, wie ich die da hochkriege und ich damit jetzt umgehen muss und. So, die Seite haben wir. Mache ich jetzt als erstes den Draht da rein oder mache ich als erstes den anderen Kram, die Platten? Ich glaube als erstes den Draht. Die Platten habe ich noch nicht richtig geleitet. Den Draht hätte ich schon mal da. Oh Mann. So. Ich liebe es, ich das nicht auf die Kette. Ich würde mich so freuen, wenn es mir einer mal erklären würde. Schreibt es doch einfach in die Kommentare. Was mache ich hiermit falsch, dass ich das nicht verstehe? Also, geht ja irgendwie doof. Logischerweise, die hier müsste ich einfach andersrum hinpacken, aber woran erkenne ich das? Ich habe es ja schon ausprobiert, das Ding woran zu erkennen, aber keine Chance. Immer dieses Drehen, das nervt ein bisschen. Damit muss ich aufpassen. So, hier lang. Jetzt gucken wir mal eben, das hier einfach umdrehen kann. Die kommen von da und gehen da rein. Wenn ich den einfach weiter nach rechts setze, dann könnte ich... muss ich den auch umdrehen. Aber das ist nicht das Problem. Das kriegen wir hin. Da ist ja letztendlich nur, es geht darum, ich muss ja dann einfach nur das mit hier reinpacken. Ich wollte aber dahin. So, das ist nämlich meine Leitung, die da drauf geht. Die könnte ich natürlich auch hier runterfahren lassen. Oder noch besser da. Nee. Wenn ich die hier runtergehen lasse. Du sollst nicht rauskommen, du sollst reingehen. Aber auf der Höhe. Dann hätten wir gerne den Kollegen. Dahin. Ich nehmen wir da weg. Ich nehmen wir weg. Und hier bauen wir das einfach um. Dann können wir den wegnehmen. Und diese beiden. Dann sagen, du sollst einfach einen früher laufen. Dahin. So. Dich brauchen wir hier so nicht. Brauchen wir so nicht. Warte mal, was war der Ausgang? Gehe ich den Ausgang von da oben einfach hier runtergelegt, weil dann spare ich mir das andere da. Ist doch zwei hoch. Wenn ich das jetzt. Also. Da. Ah, ärgerlich.
Hätte ja klappen können. Okay, dann machen wir es anders. Und versuchen wir unser Glück mit. Nein, geht auch nicht. Du weg. Wir versuchen unser Glück mit. Mal hier hinten dran. Das geht auch nicht. Okay. Ist ja jetzt noch bescheuerter. Moment. Von hier aus. Dahin. Von da aus. Hätte ich es gerne da dran. Das geht aber nicht. Wenn ich dich hier hinsetze und hochnehme, dann kriege ich dich aber garantiert hier so. Okay, mach so. Und von hier geht es einfach mal hier runter. Und wir haben den Rest von da oben hier runtergebracht. Jetzt haben wir den Kollegen hier. Kriegen wir einen Fusionator. Wo kriegen wir denn einen Fusionator hin? Wie machen wir das jetzt? Moment. Wenn ich mir jetzt die Höhe, wenn ich den da hinsetze, hier hin und hier okay, jetzt muss ich einmal ganz blöd fragen, haben sich die Bilder geändert oder ich meine, die haben sich, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die sich geändert haben, aber ich muss noch mal angucken, irgendwas hat ist Nude letztens gebabbelt von wegen, die haben sich auch von der Logik her geändert, dass man jetzt sagen kann, ob man ein Ding haben möchte oder nicht. So, jetzt haben wir hier unser Zeug drauf. Sehr gut. Da vorne müssen wir hin. Irgendwo hier zwischendurch. Genau, hier hin. Dann gehen wir jetzt hin. Also wir sind uns einig, wir lassen alles von dieser Seite reinlaufen. Jetzt mal gucken, wo das erste kommt. Ich setz die Dinger jetzt immer direkt übereinander. Also wenn ich hier einmal mittig gehe, mittig ist ungefähr hier. Wir fangen da vorne an. Das macht es etwas einfacher. Weil dann haben wir diese Linie und die Linien da. So. Hör mal hier. Ich nehme jetzt hier Zwischensätze. Das soll die Mittellinie zwischen den beiden Dingern sein. Und ich mache das so. Dann kann ich nämlich etwas schneller bauen und kann die direkt übereinander setzen. Also, ja, dann gehen die so ein bisschen schräg voneinander. Das einzige Problem ist, dass der MSC jetzt gerade nicht so will, wie ich das will. So. So, merkt ihr das doch einfach. So. So viel zum Thema schneller bauen. Ich muss jedes Mal hier drehen. Das ist auch doof. Aber warum muss ich das? Abstände passen, der sieht falsch aus. Hier passen die Abstände. Mittlerweile so viele Linien hier unten, da wird man ja ein bisschen randösig, ne? So. Dahin, dahin. Dahin, dahin. Jetzt noch die beiden. Dahin. Dahin. Okay. Damit hätten wir das. Wir packen auf jeden Fall unsere. Oh, da muss ich jetzt überlegen. Je nachdem. Hier habe ich ja schon mal Platten und da vorne habe ich noch irgendwo Platten. Wie legen wir die denn am besten?
Wenn ich die natürlich hier hinten rumlege und von hier aus reinkommen lasse, kann ich die besser nach unten packen und den Spaß von oben. Dann machen wir das auch genauso. Das hier passt relativ gut mit hier. Das ist okay. Das heißt, ich gehe nach dieser Linie und setze dort. Das ist die richtige Höhe. Nein, das ist die richtige Höhe, oder? Ja, das ist die richtige Höhe. 1, 2. Und dann geht das nämlich von da aus hier rum da rein. Iron Plates, obwohl das 18 Maschinen sind, nur irgendwie keine 370 Stück. Das ist ein bisschen seltsam. Okay, vorher muss ich nochmal zwischen ankern. Machen wir da. Und dort. Ziehen wir eben hier die Bänder durch. Dann haben wir den Spritz. Müssen wir uns nur noch um die. Nein! Nicht so. Dahin. So, da dran. Uns nur noch um die Platten kümmern, dass wir die hier rüber kriegen, aber das ist ja auch kein Akt. Das kriegen wir wohl hin. Langsam sollten wir ungefähr wissen. Dann sind wir hier relativ schnügig. Relativ schnügig sind wir damit fertig. Was auch immer das bedeuten soll. So schön einfach und schnell. Hier, geklickt, geklickt. Fertig. Ein. Da. 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 So muss das sein. Sofort richtig. Wenn man bei den anderen Dingern einmal ausgefunden hat, also abgesehen davon, dass ja da Pfeile dran sind, aber man kann es ja mittlerweile, wenn man einmal weiß, von außen sehen, wie rum die Splitter oder Merger stehen. Ne? Also die orangene Fläche ist halt immer ein Eingang und Silber ist Ausgang. Das kriegt man hin. Na, da sind halt drei orangene Flächen, gehen drei Sachen rein, ist ein Merger. Bei Silber geht's raus. Ist echt einfach. Ja, bei den Dingen, ich finde diese dämliche Ausrichtung nicht. Das haben wir, dann können wir hingehen. Wie machen wir es denn? Da oben geht direkt rein, dann haben wir das schon mal. Läuft. Während ich mich um das andere kümmere, das Problem bei den ganzen Drahtgedönse ist halt immer, Draht hat halt 500 Stacks Eis. Das heißt, das dauert immer, bis es voll ist. Erst wenn das richtig voll ist, läuft die entsprechende Maschine wirklich sauber und dann funktioniert auch das ganze Gedönse. Erst diese Seite fertig und dann gehe ich auf die Seite rüber. Ne? Komm. So. So. Dahin. Okay. Die Seite haben wir durch. Dann
dann ziehen wir dich hier dran. Das ist wirklich wunderbar. So Stückchen für Stückchen kommt der ganze Spaß jetzt hier zusammen. Ich bin froh, dass ich die ganzen Maschinen vorher aufgestellt habe. Jetzt quasi nur noch das zu machen. Andererseits ist das halt, ne, Folge über Folge ziehe ich hier Bänder. Aber dafür haben wir nachher alle Materialien, die wir so brauchen hier. Okay. Das läuft ganz gut. Dann schauen wir doch mal. Ich hoffe, dass das hier vorne auch, das muss ja dann hier unten 733 kommt da an. Da dürften jetzt so ungefähr 140 runterkommen. Ich könnte das hier eigentlich durch einen 270er ersetzen. Das ist da oben auch quasi ein bisschen mehr, ich nenne es mal Gegendruck, ne? Das passt hier eigentlich schon ganz gut, was hier so durchläuft. Ich kann ja mal einen kleinen Test machen. Wenn ich hier sage, ich hätte das gerne in 120, dann müsste das relativ zügig stoppen. Immer, ne, seht ihr, das geht sofort los. Also ich habe auf jeden Fall mehr als 120. Jetzt erhöhe ich den hier. Nein. Jetzt erhöhe ich den hier wieder. Und zack. Jetzt ist das so gut gefüllt, aber lassen wir auch so, glaube ich. Ja. Da sind wir. Vier Stück rein, zwei Stück fehlen. Vier Stück rein, zwei Stück fehlen. Dafür hatte ich ziemlich genau. Ja, ne, nicht ganz, aber das passt schon. Also, das ist in Ordnung. Also haben wir das. Hier kommt dann immer mal was dazwischen. Ja, logisch, die müssen jetzt erstmal hier leer laufen. Erst dann kann ich es richtig sagen. Aber dafür müssen die da hinten ja auch erstmal voll laufen. Die müssen sie erst so voll laufen lassen. So, hätten wir den Witz auch gebracht. Gut, einmal abhaken. Danke. Wie viele Maschinen hatte ich mit einem Plates? Waren gerade mal 18. Das heißt, da sind 10, das weiß ich. Dann müssten das hier, ich glaube, der da vorne ist schon Iron Plates, ne? Also 19, genau, 18, irgendwas, 18, ein Drittel. Ja, perfekt. Dann haben wir das hier schon angefangen. Nee. Dann ziehen wir das jetzt auch hier durch. Das wäre natürlich. Ich hänge hier. Es wäre natürlich richtig gut, wenn wir hier die Sache direkt abschließen könnten. So. In dem Fall hätten wir dann. Beim nächsten Mal müssen wir uns dann drum kümmern, wie wir die. Ich glaube, das machen wir auch so. Ja, ich muss mich hier noch um den Transport kümmern. Das können wir vielleicht noch zusammen machen, wie wir das Zeug weiterkriegen, weil wir müssen das ja dann in die Etage da drüber. Das würde ich jetzt auch stumpf einfach. Dann haben wir an allen vier Seiten so einen Weg. Schön machen kann ich ihn später. Das setzen wir. Ich glaube, hier ist eine gute Stelle. Das ist wahrscheinlich auch. Okay, ich könnte das auch. Ich kann das auch direkt da dran machen, weil wir in der Mitte unterwegs sind. So. Also da geht der Spaß dann nachher wieder hoch. Damit wir den oben verbraten können. Hier zwischen. Ende. Irgendwo passen die ganzen Zahlen nicht und ich habe einen dicken Bock drin und hier steht alles innerhalb kürzester Zeit. Irgendwie sowas wird das wert. Nee, ich will nicht, dass du mit dir selber spielst. So. Da dran. Und wir gucken uns eben das Autosave an. Wunderbar. Nee, aber dann hätten wir das hier alles fertig. Was heißt hätten? Dann haben wir das alles fertig. Wir haben unsere Platten. Die wir brauchen.
die gehen dann oben hin. Das heißt, wir brauchen nur noch zwei Zwischenprodukte. Also mehr oder weniger, weil eins ja auch gleichzeitig Endprodukt ist, nämlich die schweren modularen Rahmen. Die modularen Rahmen, die sind sowohl Zwischen- als auch Endprodukt. Das hatte ich ja schon zusammengebastelt, dass die dann auch rechts, also komplett so weggehen, wie sie sollen. So, das ziehen wir einmal eben hier rum. Bis hier in die Mitte. Machen einen Klick-Klack. Gehen da rum, bis es gerade ist. Genau. Gehen dann mit dir dorthin, dahin, zick, zack. Und da rein. Perfekt. Nee, nicht. Sag mal. Ja. Dann haben wir nämlich. Was wollte ich sagen? Nein! Nein! Jetzt wird's wild. Ich werde zu hektisch. Das sollten wir lassen. Okay. Du stehst richtig. Gehst von da, da rein. Du gehst da rein. Du bekommst das Rezept. Lässt mich hier durch. Und bekommst hier das Zeug reingetrichtert. Dann fängst du auch direkt an zu arbeiten. Nein, weil dir fehlt noch Strom. Also. Wieso? Ach. Der geht da dran. Du hast immer noch kein Rezept. Okay, du hast es immer nicht bestanden. Passt. So, du machst einfach jetzt und passt schon. Und ich haben wir dran. Damit sind jetzt alle angeschlossen. Die waren noch mal fies. So, das haben wir. Das heißt, wir gehen jetzt hier runter. Und überlegen uns, wie wir das, was da vorne runtergekommen ist. Ganz einfach. Schnell, wie voll ist denn das hier? Ein Stückchen haben wir noch. Hierhin ist voll, das heißt, es sind noch 1, 2, 3, 4, wenn ich es richtig sehe. Ja. Oder 5 sogar? Noch 5 Sachen. Ne? Also, da ist halt die größte Schwierigkeit bei den Sachen hier, das mit den, also den Draht voll zu kriegen. So, hier runter. Dann. Jetzt ist es einfach nur noch ein zieh dich hier rüber, sodass du halbwegs gerade bist. Drehe dich, mache eins, zwei darüber und da rein. Und jetzt laufen oben die Platten los. Wunderbar. Farbe dran pinseln und so muss ich auch alles noch machen. Ich kann nicht jetzt aber erstmal hier zumachen. Sehr gut. Jetzt Löcher stopfen oder sowas, das habe ich noch vor mir. So, wo führe ich das hin? Hier hin wäre, glaube ich, ganz blöd. Wir müssen das da haben. Kann ich das da mit einem. Nee, jetzt einfach da runter. So. Wenn ich dorthin gehe. Wand. Nehme diese Wandsorte, setze die dort drauf. Dann stelle ich mich genau vors Loch. Das genau da durchklippen. Wenn ich den aber da hinsetze. Da hinsetze, da habe ich aber das Problem, dass ich das irgendwie nicht so sauber hinkriege. Das ist doch shit. Ich könnte jetzt hier eine Stütze, da eine Stütze oder eben zwei so Dinger dazwischen.
Oder ich führe alles in die Richtung. Komme hier runter, gehe da rum. Ja, das machen wir. Das müsste ja. Wenn ich jetzt hier hingehe, das sehe ich ja leider nicht. Wenn ich hier hingehe. Das wird garantiert nicht mittig sein, das mache ich lieber von oben. Alles andere macht keinen Sinn. Wir wollen hier hin. Das ist der Punkt, an dem ich das gerne untergehen hätte. Mama? Wir setzen uns hier so einen Eumel hin und sagen ihm schon mal, du gehst bitte so rum. Danke. Dann gucken wir uns den Spaß hier an. Guck mal, gar nicht so verkehrt, aber ein bisschen Offset und. Das heißt, wir ziehen den, nein, wir hätten dich gerne andersrum. Du gehst nämlich raus. Und dann wollen wir dich an die Wand setzen. Welche Höhe müssen wir haben? Diese Höhe. 1, 2. Von da. Da dran. Passt das hier oder? Hier. Das heißt, das wird da schon mal rausgehen. Perfekt. Dann haben wir da unseren Weg raus. Das gefällt mir. Also machen wir hier die Funktionatoren hin. Habe ich denn noch alles noch drin? Gut dran. Ich mache aber schon direkt den Burgerlift hier hin. Kommst du her? In die Richtung bitte. Und dann geht der Spaß weiter in diese Richtung. Einmal tiefer, nein. So. 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 Ehrlich gesagt habe ich mir den Teil schwieriger vorgestellt. Wahrscheinlich wird oben jetzt eine richtige Katastrophe. Wegen der Stangen. So, und dann packen wir dort welche hin. Da liegen auch welche drauf. So, so. Das läuft sauber dadurch. Das ist doch schon mal schön. Wie viel haben wir jetzt eigentlich davon? 110. Ist tatsächlich relativ wenig. Aber macht ja nichts. Hat unsere Zeit. Ja. Jetzt kann ich das natürlich hier versuchen, noch in die Länge zu ziehen. Aber eigentlich macht das keinen Sinn. Wir wollen hier raus, wollen an der Stelle einen hinsetzen, wollen, dass du hochgehst. Du hochgehst. Dann wollen wir den Spaß, wo wollen wir den überhaupt hin haben? Wir brauchen den ja jetzt. Moment. Die Deckenhöhe ist 3, ne? 1, 2, 3. Okay. Dann wäre das 2, 3. Ups. 2, 3. Du kommst weg. Und ich bin hier in der Zwischenebene. Genau. Was schon. Was habe ich da nicht angeschlossen? Ach, das waren die, die ich. Ja.
Alles gut. Nichts gesagt. So, dich machen wir nochmal weg. Weil hier kommt jetzt erstmal diese Wand hin. Denn an diese Wand kommt der Kollege. So, rein hier. Wie ist das eigentlich? Ich habe von den Rohren. Da habe ich ja nur einen, der hier hochgeht. Hm? Ich hätte hier noch ein Loch frei. Was den ganzen Kram hier nochmal richtig kacke machen würde, aber macht ja nichts. So, hier lang, runter. Die Rohre kommen. Da gehen Stangen hoch. Stangen muss ich sowieso noch machen. Da brauche ich ja auch noch welche von. Ich hier überhaupt irgendwo noch Stangen liegen. Ja, habe ich. Ah, okay. Die Stangen muss ich nach oben bringen. Nochmal ein Problem. So. Und dann käme ich hier oben an und hier sind Rohre drauf anstatt Stangen. Hey, aber ich muss auch da oben noch extra Rohre haben. Wo kann ich die denn noch hinpacken? Oh, guck mal, da ist noch was frei. Heißt aber auch, ich könnte die Stangen da rein und da hochlaufen lassen. Dann hätte ich da die Rohre. Oder eben die Rohre da rein. Ist einfacher. Also, Stangen von da unten dahin. Und dahin. Wo brauche ich die? Hier brauche ich die. Okay. Heißt, Stangen haben wir schon mal hier. Wir haben. Können da die Rohre hinpacken, die mir noch fehlen. Mal, wie wir das hinkriegen. Aber da auf. Ah, wo gehen die Rohre lang? Die müssten von da. Hier sind nur Stangen. Okay. Wo kommen meine Rohre? Offen ganz hinten. Macht ja sogar Sinn. Aber da habe ich keinen Platz mehr. Das wiederum macht keinen Sinn. Okay, dann müssen wir tricksen. Die Rohre ziehen wir hier unten durch den Einer durch, hier hoch, darüber und dann da rein. Ja, so machen wir das. Wenn ich mir. Ich muss mal eben hier ein bisschen. Temporären Platz schaffen. So, wir packen uns hier den Kollegen hin. Der wiederum. Auf welcher Höhe muss ich das denn machen? Bis dahin gehen die, wenn ich jetzt den Kollegen. Da hinsetze. Ne, wir wollen das tatsächlich so haben. Ich hier hinsetze. Und muss mittig hier drauf. So, jetzt wollen wir dich. Ja. Auf diese Höhe bringen. Und dann. Dahin. Das ist aber so nicht schön. Das heißt, wir ziehen. Von da aus noch mal raus. Na, brauchen wir gar nicht so. Wir machen das so. Das sieht doch schön aus. So, hier haben wir dich. Perfekt.
Dann kommt hier dran. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir hier so ankommen. Sehr gut. Wo haben wir Rohre an die? Da kommen Rohre, die gehen ständig durch. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen Rohre? Da sind die anderen Rohre. Verstehe. Das sind die. Wie viel brauchen wir? 466. Oh. Einmal rechnen. So, 500 sind es nicht. Rechnen trotzdem. 466,667 plus 240 nach 706. Easy. Die geht auch alle in die Richtung. Das heißt, ich kann dich hier runterlassen. Schließen wir die auch noch an. Dann haben wir das nämlich falsch rum. Auch schon mal fertig, wollte ich sagen. So. Dass ich das hier schon mal hingestellt habe. Hier. Ich habe gerade keine Ahnung, wie viele es sein müssten. Moment. 20. Bei 720. 27 durch 20 sind 36. 36. Hier müssten es 34 sein. Irgendwo muss ich noch zwei herkriegen. Aber auch das werden wir schaffen. Nein. Ist doch jetzt nicht mehr so schwer. Da dran. Okay. Jetzt zählen wir einmal hier. 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 4 fehlen. Eigentlich fehlen 3. Hier haben wir nichts mehr frei. Moment, was seid ihr? Ihr seid Eisen. Okay. Da hatten wir eigentlich von denen 60 Stück. Wir brauchen 480. 480 durch 20 sind 24. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Okay, die sind passend. Das heißt, die müssen irgendwo noch 3 rumstehen. 3, die nichts tun. Das könnte sein. Da hinten. Ab euch. 2 sind es nur. Okay. Ist der eine übertaktet? Gehst du hin? Basinga. Fertig. Okay, unsere Nuklearpasta und die Raketenantriebe sind fast fertig. Raketenantriebe fast fertig ist ein bisschen übertrieben, ich weiß. So. Das haben wir. Dann kommst du. Du musst noch relativ gut runter. Moment. 1, 2, jetzt passt's. Und zack, zack. Und damit haben wir den Spaß da oben. Jetzt gucken wir uns noch eben nach unserem Balkon.
Beton um, wie weit der raus ist. Dann haben wir beim nächsten Mal, müssen wir oben die Platten zusammenbringen. Hier ist eng. Enge. Und du bist leer. Perfekt. Das heißt, hier. Haben wir Platz für unseren Beton? Den bringen wir jetzt noch an. Die Dinger hier sind doch neu. Ich habe bisher immer nur mit den beiden gearbeitet. Okay. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ich glaube, das sind die Dinger, die mir beim letzten Weg gefehlt hätten. So, und du musst auch ganz nach oben, ne? Hier irgendwo hin? Fast einen tiefer war es. Ja, einen tiefer. Dahin. Macht ja nichts. Faszinierend. Also, das Spiel ist ordentlich in Entwicklung und läuft. So, wir haben das hier oben. Wunderbar. Wir haben das hier oben. Wir haben nochmal die Ormesses da hinten, die Rohre hier oben. Wir haben Stangen hier oben. Wir haben da hinten unsere Platten hier oben. Wir haben jetzt alles hier, was wir brauchen, um die letzten Produkte zu machen. Das heißt, am Montag, ich glaube, am Montag schließen wir das hier ab. Ich werde alles, also die Vorprodukte werde ich jetzt fertig machen, sprich die Modular Frames. Und mal gucken, dass ich schon die wie heißen sie? Die Encased Industrial Beams fertig kriege. Dann brauchen wir das nur noch anschließen an die großen Ottos. Und dann haben wir das hier Montag abgeschlossen. Ich sag mal, das war's für heute. Nicht für euch. Ja, für euch auch, aber ne, das war's für heute. Wenn euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen.